Hallöchen, Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind nach wie vor in der Wüste Tarmar und ja, wollen da drüben diese kleine Insel besuchen. Wir hatten da nämlich eine Quest. Mal schauen, ob die uns freundlich gesinnt sind oder uns, ja, umbringen wollen. Mal glubschen. Ich meine, dass es so war, sofern ich mich richtig erinnere. Ist schon eine Zeit her, dass ich es letztes Mal aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr seid alle super gut durch die Feiertage gerutscht, gelaufen, gekommen, wie auch immer. Hattet ein braves Christkind, weil Weihnachten war ja auch schon. Jo. Und ich hoffe sehr, ihr habt euch nicht wehgetan. Bei mir ist auch alles glatt gelaufen und die Spannung steigt. Wen haben wir denn da? Okay. Hier bringe ich Manieren bei. Es sind Feinde. Mhm. Es sind dann doch Feinde. Schade. Ich habe echt gedacht, dass es nette Leute sind, aber so viel Glück haben wir dann doch nicht. Vor allem es sind zwei, ne? Banditen. Aha. Banditen. Ja, das war jetzt ganz nett. Ne? Ist das wieder eine Quest, die viel später ist, wahrscheinlich. Ja. Außer wir können uns reinschleichen, probieren. Weil schwimmen kann der Kerl ja, ne? Also, laden, würde ich sagen, geht da. Ich wollte nur mal probieren, ne? Hätte ja sein können, dass es wieder so eine kleine Gruppe von Leuten ist, die nicht böse sind. Das heißt, das da hinten sind Banditendingens. Wie war das nochmal schnell in der Quest? Was musste man da haben? Oder was wollten wir da holen? Schrottlieferung. Die ausstehende Schrottlieferung auf den Grund gehen, genau. Und das war ja da drüben, ne? Auf der Insel. Volkmar. Aha, von da aus hätten wir auch hin können. Wahrscheinlich wäre sie gesünder gewesen von da aus. Das war dieses Gebäude, wo wir dieses eine Item geholt haben. Haben, hatten, tun. Wir könnten natürlich auch probieren, mit einem Supersprung, soweit es geht. Oh, da wäre Schwimmen echt gesünder, oder? Ha, vielleicht gibt es da so mutierte Haifische. Ja. Oder fleischfressende Buckelwale oder so ein Dreck. Mal klopschen. Ja, mal ein Stück in die Richtung. Halt, was war da? Eisenerz. Ah jo, das nehmen wir mit. Dann schauen wir mal. Warte. Super. Da unten ist ein Haufen Schrott angespült worden. Das könnte auch interessant für uns sein. Schauen wir es uns mal an, oder? So, Jetpack. Zack. Da liegt nämlich schon was Komisches. Metallschrott. Ja, kleiner Mana-Trank. Ja, ja, Schrotthaufen durchsuchen ist immer nicht schlecht. Wie man sieht. Elektroschrott. Sehr gern. Ich habe das Gefühl, dass ich uns gleich wieder umbringen werde. Das ist nur so eine Blume, ne? Ah, ist denn ein Aasfresser? Die schaffen wir. Die wird man echt schaffen. Außer es ist ein, keine Ahnung, super giga, mega starker Aasfresser. Dann wird's knapp. Jo. Muss mir alles da, ne? Warte, ich speichere kurz. Speichele, speichele. So, prima. Und dann machen wir den kaputt. Wie gesagt, wir brauchen immer noch ganz, ganz viele Erfahrungspunkte. Na, du Viech. Ja, ist ein normaler Aas. Aua. Ja, ja. Ist ein normaler Aas, besser wollte ich sagen. Aua. Ray, du darfst auch mal. Ja, sehr gut. Au. Mistviech. Alter. Was ist jetzt? Hallo? Hör auf. Bildschirm schwarz, da denkt sich auch schon. Nee, nee, das will ich nicht heute. Nee, keine Chance. So. Ray, mach was. Da denkt sich was da rum. Hau drauf. Ja, ist schon soweit. War eh klar. War eh klar. Alter, was war denn das jetzt gerade? Die Maus zuckt, der Bildschirm wird schwarz. Das ist schon wieder ein toller Beginn für die erste Aufnahmesession. Echt.
Klatsch. Zack, jetzt haben wir den Ball. Jawohl. Da, ich bin dran. Alter. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir dringend eine neue Waffe brauchen? Zack, zack. Jawohl. Jetzt gehen wir Volleyball spielen. Oder Tennis, hier nachdem. So muss das ausschauen. Jawohl, geht ja. Sehr, sehr gut. So. Muss ich ja schon wieder fast speichern, ne? Der erste Erfolg heute. Super. So. Ach ja, fürs... eventuell, ne? Falls heute wieder Durchzugsstraßen sein sollten hier in meinem Aufnahmezimmer, ne? Seid mir bitte nicht böse. Ihr wisst eh Bescheid. Wenn mein Schatzel und ich Glück haben, ja, haben wir vielleicht bald unsere eigenen vier Wände und dann wird es schon besser. Aber dafür müssen noch ein paar Faktoren stimmen. Und das erste davon werden wir erst kommenden Freitag erfahren, weil für mich ist heute Sonntag, für euch ist wahrscheinlich heute Montag oder ein anderer Tag. Platsch, platsch. Ich müsste diese Effekte ein bisschen leiser schalten, denke ich mal. Dann wäre es vielleicht nicht so schmerzhaft in den Ohren. Platsch. Oh, das ist echt eine kleine Fundgrube hier. Lalilalila. Oh, da hinten ist ein Riese. Ich glaube, das ist ungesund. Ah, wie hießen die? Ungetüm? Irgendwie so. Ne? Unhold, so hießen die, genau. Glaube ich, das ist so ein Ding wieder, ne? Halt, da ist ein Riese. Blutsch. Wie kann man das leiser stellen? Das ist echt ein Bild zu laut. Ich glaube hier, ne? Gesamtlautstärke, Stimmen, Umgebungseffekte. Das könnte es vielleicht sein, ne? Achso. Umgebungslautstärke, Effektlautstärke. Umgebung? Schau mal. Machen wir auf so. Ist jetzt besser? Na, das war das andere. Okay. Dann können wir das wieder lauter machen. Entschuldigung, muss ich nochmal probieren. So, dann war es das da wahrscheinlich. Ah. Viel angenehmer. Viel angenehmer. So. Ja, muss mir auch mal zeigen, wo man was umstellen kann, ne? So, okay. Da ist scheinbar nichts. Erze gab es hier auch keine, ne? Nein. Muss hier ein bisschen genauer schauen, ne? Wir brauchen alles. Wir sind ja arm wie Kirchenmäuse. Wir brauchen alles. So, haben wir da oben was? Natürlich. Da ist sogar mal ein kleines Lagerle gewesen. Oder beziehungsweise ist hier oben jemand verreckt. Amulett der Geschicklichkeit. Wow, das sagen wir auch danke. Das nehmen wir glatt mit. Das schaut aus wie ein Riesenbrennnessel. Die eine Pflanze da. Und der Ray steht genau dabei und kriegt immer eine ins Gesicht fast. Ja, vielleicht steht er auf Schmerzen. Ja, soll auch gut für die Durchblutung sein, ne? Ja. So. Was haben wir da hinten? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Mal schauen, ob es da was Interessantes gibt. Hoffentlich nicht unser Tod, weil das ist nicht interessant. Keine Erze? Nein. Ich wollte mal schauen. Wäre schade, wenn wir es nicht verpassen würden. Kann man ja immer brauchen. So, tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Halt, war da was? Also nur klettern, ne? Ja. Da oben könnte man eigentlich auch rauf, ne? Aha. Aha, okay. Das ging in die Hose. Da wäre es da drüben besser. Aber was soll da oben sein? Mal schauen. Bildzeit haben wir ja. So, aufladen, 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 aufladen. Mach schneller. Müsste reichen. Whee! Okay, reicht nicht. Aber es schaut aus, dass nichts ist, ne? Dann gehen wir weiter. Halt, hier haben wir noch Elektroschrott. Noch was Gescheites. Nix. Okay. Dann versuchen wir eben in diese Banditenstadt da drüben zu kommen. Zumindest sind halt am Eingang Banditen, die recht stark sind. Ja. Boah, da können wir nochmal, wenn wir stärker sind, die ganze Welt nochmal bereisen. Und diese ganzen bösen Fieslinge ausrotten. Das ist die Frage, ob das schlau ist. Wenn wir unter der Brücke mal schauen, ob es was Gescheites gibt für uns. Ah,
Ich sehe schon, das sind Schakale, ne? Die werden uns beide angreifen, wahrscheinlich. Also alle beide halt, meine ich. Machen wir mal speichern, speichern. Ja. Und dann gucken wir mal. Aber ich fürchte Schlimmes. So, hoppala. Ich habe schon lange nicht mehr mit Pfeil und Bogen geschossen. Ich weiß schon mal, wie es geht. Na, freilich. Oh, Maria, jetzt sind Reißer. Dann tun wir laden. Ach du Heilige. Na na, das ist nichts gesund. Können wir schon vergessen. Können wir schon vergessen. Während der Spielstand lädt, nehme ich mal einen Schluck Kaffee. Vielleicht geht es besser bei mir dann. Also, Bröstelchen, ihr Lieben. So, auch ein Let's Player ist mal durstig. Jo. Na, das ist ungesund, darüber zu gehen. Deshalb gehen wir jetzt schwimmen. So, ja, platsch, platsch, platsch. So. Ich finde das so cool. Viele haben sich ja, also manche Leute haben sich ja beschwert, dass der Sound hier bei Alex ziemlich grob ist und altbacken. Aber wenn man ganz genau hinhört, hört man ganz, ganz viele bekannte Sounds auch beim Schwimmen. Nämlich aus der Gothic-Reihe. Da, ne? Das ist Platsch, Platsch, Platsch. Das gab es früher auch bei Gothic. Also ich fühle mich ehrlich gesagt heimisch, wenn ich sowas hören darf. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber mir gefällt's. Ich kann sowieso nicht motschkern über das Spiel, ehrlich nicht. Außer über meine eigenen Fails. Aha. Ja, so. Leben hier Freunde oder Feinde? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Deshalb werden wir natürlich das einzig Richtige tun und wieder speichern. So. Und dann schauen wir uns das Elend da mal an. Hallo. Bitte nicht töten, ich brauche eine weiße Fahne. Okay. Schaut aus, als wenn da jemand leben würde. Einfach Sachen mitnehmen ist auch nicht erlaubt. Oh oh. Wer ist denn dieser Hampelmann davon? Ah, unser Questziel. Hallo Volkmar. Halan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Also ich mag's nicht. Wieso willst du das wissen? Ich habe vor, mich ihnen anzuschließen. Sie sind mir komplett wurscht. Eigentlich stimmt das untere, ja. Warum willst du das wissen? Ist aber besser. Na, immer blöd nachfragen. Immer blöd nachfragen. Wieso willst du das wissen? Weil ich wissen will, was ich von dir zu halten habe. Also? Ich habe vor, mich ihnen anzuschließen. Na, das ist mir komplett wurscht. Sie sind mir egal. Dann hast du deine Wahl also noch nicht getroffen. Sehr gut. Aus diesem Grund lade ich dich ein, mein Gast zu sein. Wir Kleriker reichen all jenen die Hand, die ihr Haupt vor Kalan beugen werden. Erinnere dich daran, wenn du deine Entscheidung fällst. Ja. Was ist deine Aufgabe hier? Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Und Ende. Na, fürs Ende ist noch ein bisschen zu früh. Also, frag mal blöd weiter. Was machst du denn da? Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Ah, das wird nicht passieren, weil, soweit wir wissen, gibt es dann später irgendwann mal ein neuer Duke, ne? Also ein Duke, neuer Chef halt, ne? Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Ja, dann eben blöd weiterfragen, würde ich sagen. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment.
Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Um Gottes Willen. Und was, naja, mich interessiert nicht, was du zu sagen hast. Was soll ich machen? Ja, fragen wir halt blöd, was soll man machen? Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ja, wenn es Erfahrungspunkte bringt, warum nicht? Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran. Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Ja, mir werden wahrscheinlich zwei Ohren fehlen und die Zunge und wahrscheinlich ein oder zwei Augen. Werden wir sehen, aber es ist nicht besonders schön und es ist ziemlich schmerzhaft. Wieso greifen die Outlaws nicht an? Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Na, großartig. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren? Ehrlich? Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren? Es war nicht ganz einfach. Aber ja, meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Na super. Du hast ihn entkommen lassen. Was machst du, wenn er Verstärkung holt? Nee? Was machst du, wenn er Verstärkung holt? Ich habe gute Gründe, das zu bezweifeln. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum? Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Okay, das Problem mit dieser Waffe kann ich lösen. Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort. Das ist nett. Jo, okay. Da rotzt wieder irgendwer herum, ne? Die ganze Zeit. Kauf dir ein Taschentuch. Ich weiß nicht. Gibt es so viel Klopapier? Legard. Ist das jetzt so ein Rang oder ist das jetzt ein Name? Wir dienen Kalan. Es ist ein Rang, okay. Gut. Boah, da gibt es viele Fläschchen, ne? So schön farblich aufgeschlichtet. Das wird auch, so wird mein Arbeitsplatz ausschauen. Glaube ich. So Alchemie bissel, ne? Das, ja, ja, ja. Das wird toll. Also ich würde nämlich auch alles so farblich sortieren. Das, ja, das bin ich.
Zwangsneurosen, würde man dazu sagen, ne? Aber mir gefällt es einfach so. Ich mag es gern, wenn es farblich so ist. Nicht alles im Leben. Wenn ich auf meinen Schreibtisch schaue... Was? Ja, was bist du denn, eine Felsassel? Was? Danke fürs Fleisch. So. Ja. Aber ich meine, mir gefällt es halt, wenn es alles schön farblich sortiert ist. Ich habe es immer so gern gemacht, auch mal bei meinen Farbstiften. Da gab es immer, also bei uns gibt es eine Marke, die nennt sich Jolly und da sind halt so Farbstifte drinnen. Und die habe ich immer gern, so wie es ist, gehört, nummeriert und habe mir dann die Farben so angeschaut, ne? Wie schön sich das von hell nach dunkel, von dunkel nach hell wieder geändert hat. Also von gelb bis hin zu schwarz, oder weiß bis hin zu schwarz, besser gesagt. Das hat mir immer gut gefallen. Das war für mich wie ein kleiner Regenbogen immer in dieser, in diesem Kasten, Farbkasten. Jo. Ich wüsste gar nicht, ob ich Zwangsneurosen habe. Ehrlich gesagt. Da ist noch seine. Mehr Fleisch. Na, nicht der. Den sollst du nicht angreifen. Hallo, spinnst? Das hat dann echt angegriffen, der Trottel. Mann, ey. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich wollte jetzt nur die Assel. Die Keller, also die Dingsassel da machen. Mist. Verflixter. Muss ich nochmal machen. Schau, wie er denn gezielt angeht. Ist kein Spielzeug. Wie er denn echt gezielt anschaut. Ich will die kaputt hauen. Trottel. Echt. Unglaublich. Unglaublich ist das. Der will nur Mord und Totschlag, der Kerl da. Ist halt eine brutale Sau. Wo war jetzt die andere? Da hinten irgendwo, glaube ich, ne? Hier, glaube ich. Da ist sie. Und tschüss. So muss das ausschauen. So. Haben wir jetzt mit dem Deppen geredet? Oder ist es jetzt alles nochmal zu machen? Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir es nochmal mit dem quatschen müssen. Such jemand anderen zum Reden. Ja, passt. Ist mir gerade auch recht. So, aber ich bin nur auf der Jagd nach diesen Asseln da. Metallschrott nehmen ist verboten. Toll. Was gibt's da oben? Ein Teleporter wäre halt schön, ne? Der wäre wirklich schön, so einen Teleporter zu haben. Da ist noch eine, schau. Und zack. Können wir lecker Suppe draus machen. Oder war das gebratenes Fleisch, glaube ich, sogar, ne? Halt, das wird jetzt nicht zu weit runterhüpfen. Ich wollte mich jetzt eigentlich nur nach einem Teleporter umschauen. Aber ich glaube, da ist derweil keiner, ne? Vielleicht oben. Da oben weiter, vielleicht, das wäre schön. Das wäre echt schön. Hui! So. Oh, oh, der Part ist zu Ende. Entschuldigung. Ich renne da durch die Gegend rum. Ist es schon lang zu Ende? Ah, Teleporter. Da drüben, den machen wir noch. So. Den habe ich gerochen. So. Die alte Fabrik. So, jetzt können wir aufhören. Entschuldigt nochmal vielmals für die Überlänge. Aber die haben trotzdem noch den Teleporter gefunden. Ich hoffe, das ist euch auch so recht. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.